So, meine Damen und Herren, ich habe gerade geguckt, ganz kurz habe ich auch noch eingeblendet, weil ich hier nämlich jetzt langsam wieder eine Kurve ziehen muss. Und zwar mit unseren wunderschönen Lader, wir können auch mal hier drauf gehen, sogar Mr. Ladewagen, mit denen hier kann man auch Silage. Heugras kann auch Hexe gut befüllt werden. Und das hier hinten ist auch Silage, also das können wir gerne mal gucken in der Einstellung. Oh, das ist doch, also Einstellung, Informationen. So. Wachstum. Anpflanzung, Getreide, Schweinehühner, Silage. Seht ihr? Das ist Silage. Und die kommen auch damit einfangen. Das ist komisch an, ist aber gut ausgedrückt, glaube ich, trotzdem. Und das heißt also, unsere Entscheidung steht fest, wir werden die Tiere erstmal sein lassen, werden es erstmal in Phase wiederholen und werden erstmal Silage herstellen und werden die nebenbei verkaufen, wenn wir hier so das Feld angelegt haben. Wie gesagt, das Gras nehmen wir mit. Alles, was man so hier ein bisschen mitkriegen kann, nehmen wir mit. Ich glaube auch, dass hier hinten, das ist auch alles unser. Können wir mal kurz auf die Map gucken. X. Ja, also das ganze Gras hier können wir auch noch abernten. Was auch nicht gerade wenig ist. Ja, eigentlich ist es wenig, aber man muss es nicht ausdiskutieren. So. Unsere Tiere sind bald alle auf 100%, nur noch hier eher hier mit Summer mit 1%. Okay, der ist fertig. Oh, ich bin auch gleich fertig, deswegen kann ich dich da abholen kommen. Jetzt striegeln wir sie mal kurz noch. Was du aber. Hier ist es ja bloß um zu gucken, dass das Fell glatt wird, oder? Nicht mehr? Okay. Auch nicht mehr? Ist schon fertig jetzt? Mensch. Oh, wir sehen noch mal 17, 15, 3. Also wir sind schon, können fast gegen 60.000 kommen. So. Und sobald der fertig ist, können wir nichts machen. Steht der eigentlich wieder rum. Und wir brauchen ja dann ein Trägerchen, der für uns alles macht. Also das ist wie ein Gras sammeln, geht es jetzt darum. Brauchen wir dann den Dreckerchen. Wir können den zur Reparatur schaffen. Können wir mal machen. Tut mir die ganze. Nee, W ist dann. Es ist eine Geschichte zwischen W und nicht W. Machen wir den erstmal hier leer wieder. Ich habe einen neuen Freundschaftsvorschlag. Ja, danke Facebook. Das hätte ich jetzt nie erwartet von dir. Ich finde, das ist immer Personen, die man überhaupt nicht kennen kann, weil sie überhaupt keine Befreundung haben. Das kapiere ich nicht an Facebook. Woher soll ich die Person kennen? Das wird echt durch den blockiert.
verjährt hat seine Arbeit. Ja, komm, dann müssen wir dir wahrscheinlich über den Berg helfen. Vielleicht zu schnell für den ist, man weiß es ja nicht. Jo, du hast einen vollen Tank, ich komme nicht nochmal lernen. Und dann ist es soweit, dass wir den hier wegfahren. Das wäre dann im nächsten Part sein, dass wir die Mission beenden können. Ich weiß gar nicht, wie viel Minus gibt es denn jetzt eigentlich dafür? Steht nicht mehr da. Mir auch eigentlich egal sein, wird ein Tausender ungefähr sein, glaube ich. Den werden wir auch mit Zusatzverdiensten, glaube ich, aus der Bahn. Ich weiß nicht, ob das so viel sein wird. Ich weiß nur, dass es ziemlich eng wird. So, und wir keine Zukunft eigentlich haben auf dem Hof. Wenn er sich eigentlich hier richtig sieht gut aus. Tu dich nur noch ein bisschen ausladen hier. Ah, die Spur werden wir dann nochmal selber machen. Nein. Achso, wenn man natürlich kein Saatgut drin hat, ist natürlich auch klar, dass das dann nicht passieren kann. So, Helfer hat erfolgreich beendet. Nee. Ich lasse mal hier noch zweimal hoch und runter fahren, das ist dir schon bewusst. Ich kann auch froh sein, kriegt er noch mehr Geld. Komisch ist es trotzdem, dass er da unten anhält. Ja, aber doch irgendwann werde ich die Bäume nicht mehr durchkommen, aber bis dahin ist noch Zeit. Jetzt übernehmen wir den wieder mal. Die kleine Stelle, die kannst die will er machen, aber das große Feld hier, da weiß ich, warum er das auch gebrochen hat. Gut, reicht mir. Bevor ihr noch mehr Geld verschwendet, tue ich jedenfalls noch mal so die Hälfte von dem bisschen benutzen. Jetzt gucken wir mal. 3000 Lohnzahlung. Hafer. Das war ja Raps hier. Nicht wahr? Na, Silage. Ja. Nee, das war Hafer. So, hier sind Blumen. Doch, nee, das ist... Nee, war doch richtig. Das ist... Ich hab das Falsche jetzt gerade im Kopf gehabt. Hätten schon viel weiter sein können, aber nein, wenn sie hat natürlich so welche Probleme im Kopf. So. Die kümmern sich ja alle hier. Da kümmern uns den mehr ausleihen. Mich würde da mal interessieren. Mähtechnik. Oh.
pro Arbeitsstunde, pro Arbeitstag. Alter. Und wo wirft das Zeug hin? Der mäht das einfach bloß. Der mäht das einfach bloß. Und dafür soll ich 19.000 am Tag ausgeben? Oder 380 Kaufpreis? Da würde ich mir vielleicht nochmal einen größeren Hänger jetzt hier holen. Und zwar einen größeren Ladewagen. Die sind bestimmt auch nicht so billig, wenn man 23, 43, 45, so wenn ich 35 sage, 500.000, naja gut, der kostet mir 5.000 am Tag. So ungefähr. Teuer ist er jetzt nicht unbedingt, aber der kann dadurch auch 12 Liter mehr mitnehmen. Von den kleinen Fällen jetzt nicht das größte Problem sein. Aber eine Judy. Der hat fast einen vollen Tank. Ja, dann lernen wir den nochmal. Und mal runter und können den nochmal leben. Das ist ja nicht das größte Problem. Dann würde ich sagen, im nächsten Mal können wir nämlich das hier alles wieder wegfahren. Da fahren wir nämlich nicht Großes jetzt an. Also das heißt jetzt nicht nur was kaufen und bauen und wababababab. Dann machen wir nämlich das mit dem nächsten Part hier und dann können wir dem Part da drauf wahrscheinlich unsere Ernte wegfahren und die Silage bauen und darauf können wir dann die Silage anfangen. Ich weiß mich nicht, wie lange das Gras zum Gedeihen braucht und sicherlich nicht so lange. Wir haben ja einiges an Gras, so ist es ja nicht. Haben wir eigentlich auch den Plan für die nächsten Male. Das ist nicht schlecht, wir haben es jetzt nämlich schon bei um 3 bei mir. Ich muss nämlich dann noch Stopp sagen, eigentlich sollte so mein Aufräumtag. Ich werde dann noch mit dem Wäschekleid noch beginnen. Mit meinem Bettzeug. Das muss nämlich auch nochmal gewaschen werden. Weil ich am Wochenende ja schon wieder Mädelbesuch bekomme. Frauenbesuch. Eine süße kleine Maus. Und dann sollte ich eigentlich auch für Valentinstag das Ding beginnen. Ja, ist alles gar nicht so einfach. Es ist doch ein bisschen Stress. Es war so, mit dem Video war so, ja, ich, so, ja, na gut. Ich würde mal sagen, Leute, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn ich einen Daumen nach oben schreibe, kommt darauf mehr davon sehen wird oder auch nicht. Ich würde mal sagen, es sieht gut aus, dass wir im nächsten Part hier das Zeug wegfahren. Und dann müssen wir uns mal zeigen, wenn man sieht. Ciao, ciao.